Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe mittlerweile jetzt meinen Bogen ausgetauscht und habe den stärkeren jetzt und bin hier wieder runter. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserem ersten Dungeon, von dem der alte Mann gesprochen hat. Im Übrigen kann ich euch gleich sagen, wenn ihr den Bogen spannt, müsst ihr schlagen, um es abzubrechen. Also es gibt keine Abbruchtaste. Wenn ihr die Taste loslasst, dann schießt ihr. Und wir haben nur 6 Pfeile, deswegen sind wir sehr vorsichtig. Und die behalten wir vorerst lieber mal bei uns. Kann man das eigentlich auch mit einer anderen Waffe kaputt machen? Nein, wir brauchen eine Axt oder wahrscheinlich ein Schwert. So, da drüben ist er schon. Oh. So, down. Wenn deine Waffe kaputt geht, richtet sie mit ihrem letzten Angriff doppelten Schaden an. Interessant, okay. Ich finde es eh ein bisschen blöd, dass die Waffen so stark und so schnell kaputt gehen in dem Spiel. Ich meine, klar, bei diesen Standardwaffen jetzt, die wir so gerade so bekommen noch, die Bockblinden-Sachen, aber später, wie jetzt dieses Schwert, das darf eigentlich nicht so schnell kaputt gehen. Aber das sollte schon... eine bestimmte Zeit ausreichen. Bockblinden-Knochen. Was, als Waffe kann man das nehmen, oder was? Bockblinhauer, Horn und Bocklanze. So, da drüben ist der erste Schrein und da müssen wir auch hin. Ist das hier? Flederbeißer-Auge. Flederbeißer-Flügel. Okay. Die kann man sicherlich für irgendwas verwenden. Kriegen wir bestimmt noch raus. Oh. Da unten ist eine Truhe. Komme ich da ran? Nee. Mahonu-Schrein. Wow, Vorsicht. Okay. Die Hand wackelt von dem. Mhm. Kann man die Box da irgendwie rein? Nö, wir sind zu schwach. Okay. Sheikah Stein erkannt. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Der Eingang wird nun geöffnet. Interessant, also können wir da auch schnell reisen. Von diesen Tipps an dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet, die dir auf deinem Weg von Nutzen sein können. Als Abenteuer lernt man nie aus. Nächster Tipp. Bei der Verwendung bestimmter Module und deinem Bogen... Okay, und weg ist es. Von diesen Schreinen, von diesen kleinen Mini-Dungeons sozusagen, gibt es ja, glaube ich, über 100 Stück oder 100 Stück oder sowas. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mahonu.
Im Namen der Göttin Hyrule ist der Text zu schnell weg. Magnetismus. Ma Unu Schrein. Okay. Das sind so Mini-Rätsel sozusagen. Chica, Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. Magnetmodul lässt dich metallene Objekte bewegen. Ein neues Modul wurde aktiviert. Module verwenden. Verwende die Module des Shika-Steins. Krass, okay. Oh. Ach so. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt da nach unten und können... Ah, ja. Höchst interessant. Okay, das zeigt mir mal an, wenn ich was erfassen kann oder nicht. Okay. Was kann ich erfassen? Was kann ich dann damit machen? Ah, kann ich weg... Oh! Ja, das ist natürlich interessant. So, vorbei komme ich. Wow! Oh, der explodiert bestimmt. Ja. Antike Feder. Ach, und da oben Magnetmodul. Okay. Alles klar, also brauchen wir sozusagen dieses Modul die ganze Zeit. Können wir es hergehen, zack. So, und dann kommen wir rüber. Na, na, na. Offen bleiben. So. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich bin Ma Unu. Vor ungeahnter Zeit offenbare sich die Göttin viel zu schnell. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeiten hin prüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Zeichen der Bewährung, ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Okay.
Ah, da ist er wieder. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du davon? Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Mit dem Alter sieht man die Dinge vor sich nur noch verschwommen. Doch die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Greis der Fall ist. Ho, ho, ho. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt, wegen dieses Shika-Steins, den du dort am Gürtel trägst. Ich verstehe nicht. Ich will versuchen, mich an alles zu erinnern. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Doch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation, wie dieser Schrein, scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu. Von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Aber du sagst es doch. Ob nun ein Schatz oder 4, macht das denn wirklich so einen großen Unterschied? Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine, also merk es dir gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Machst Witze. Keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh dir mal auf deinem Shika-Stein die Karte an. Hast du die blaue Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein auf dem Turm befinden? Mit der Kraft des Shika-Steins kannst du dich an diesen Ort teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Vielleicht ist das auch alles nur ein Ammenmärchen. Alles klar. So, jetzt die Frage, was bringt mir das? Ich kann die Truhe aus dem Wasser lupfen, das geht. Ein Bernstein. Ein Opal. Was brauche ich das? Ich lasse es mal liegen. Hier glänzt nämlich was. Hyrule-Gras. Kann man auch sammeln, okay. Gibt es hier sonst noch etwas? Kann ich da drin laufen? Sieht mir nämlich eher nicht so aus. Aber vielleicht... Wo habe ich es denn hingeworfen? Oder ist es wieder im Wasser? Ah, ist zurückgespawnt. Alles klar. Halt. So, komm mal mit. Vielleicht kommen wir damit zu den Truhen darüber, die jetzt gerade hergespawnt sind. Wenn das Wasser, glaube ich nicht, dass ich da rein soll. Hm.
kann man es nicht drehen. Na, nicht so wie ich will. Warte. Ah, okay. Jetzt hat sich's leicht gedreht. Warum lässt sich das nicht drehen? Oh, das nervt. Dann machen wir es. Nein. Funktioniert nicht so, wie ich will. Weil ich es nicht drehen kann, das ist doch scheiße. Er kam auf die blöde Idee, das so kacke zu machen. Oh, das ist wie bei Fallout 4 beim Craften, beim Siedlung bauen. Oh, ist das ein Gefigge, hey. Du kannst dich bewegen und kannst es halt rum. Das Einzige, was es geht, vielleicht kann ich es, wenn ich es so nehme. Ist es dann vielleicht automatisch so? Ja, okay. Also so wie ich es nehme, so bleibt es auch sozusagen. Okay, man muss es nur in der richtigen, im richtigen Winkel nehmen. Eispfeile 5 Stück. Schnellauswahl Pfeile. Bogen, gedrückt halten, wechseln. Und Feuerpfeile 5 Stück. Krass, okay. Das hat sich ja gelohnt. Also wie, wenn ich den Bogen nehme. Ah, kann ich hier die Pfeilarten ändern. Und so kann ich dann auch den Bogen ändern. Jetzt habe ich es raus. Und wenn ich nicht schießen will, dann einfach Schlag. Kann ich die kleinen Bäume nicht kaputt machen? Nö. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mein Mikro nur ein bisschen anders hinstellen. So. Dann lasst uns mal da hoch teleportieren. Und von da aus können wir dann die ganzen Schreine markieren. Geht ein bisschen einfacher. An bestimmten Orten verstecken sich bisweilen Waldgeister namens Grog. Aha. Kennen wir schon. Zielerfassung drücke in der Nähe von Monstern. Mhm. Können wir auch schon klettern. Wenn du es eilig hast, kannst du mit Hilfe von X schneller nach oben springen. Turm des Plateaus. Oh, da ist er schon. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Hast du etwa vergessen, dass du dich einfach teleportieren lassen kannst? Oh, hab dran gedacht. Nun denn, ich habe dich hierhin gerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Shika-Stein über eine Fernglasfunktion verfügt? Suche mit Hilfe des Fernglases die Schreine und markiere sie. Ja, drücken und markieren. Markierungen kannst du auch direkt auf der Karte hinzufügen oder entfernen. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Woher weißt du das? Oh, oh, oh. Das ist Altersweisheit. Die Jahre hier draußen in der Wildnis haben mich das ein oder andere gelehrt. Dann los und sieh dich schon um. Alles klar. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Das dürften, glaube ich, alle gewesen sein. Dann gehen wir runter. Da dürfte nichts passieren. Vorsicht, wo der hinläuft.
Die sind nicht so wirklich gesichert. Ich lass mal da mal runterhageln. Okay, wir sind unten. So, sind alle drei markiert, dann geht's los. Da drüben sind doch aber auch Gegner. Komm, lass uns da mal kurz hinschauen. Sind die jetzt eigentlich wieder gespawnt, die da unten, oder sind die jetzt weg? Weil der Tag hat sich ja sozusagen gewechselt, aber anscheinend sind sie weg. Interessant. Aber die gibt es noch. Der Bogen, der ist viel zu schwach. Ist alles nur wieder ein Off für einen Nahkampf. Nein. So, einen Pfeil haben wir noch, aber... Und boom. Okay, wir haben alle gekillt. Ja, der Bogen, der schießt halt wirklich nicht weit. Stachel. Bockstock. Interessant. Und drüben liegt noch was. Nochmal Feuerpfeile. Cool. Zieht er jetzt automatisch die Feuerpfeile? Ja. Okay, dann geht's jetzt weiter nach oben. Ja. Müssen wir warten, bis es wieder voll wird. So, oben sind wir schon mal. Jetzt müssen wir mal schauen. Da drüben ist der erste Schrein. Okay, da kommen wir auch gut runter.